Hallo Drio, hier ist das Weikaufsofa und wir spielen Neverwinter und wir sind hier in Thron der Zwergengötter und das werden wir mal euch erklären, weil das soll ein kleiner Guide werden. Und hier ist der Snorks. Juhu. Juhu. Zu Beginn kann man diese Cutscene, diese Introsequenz weg skippen, weil manche Leute haben es eilig und rennen dann gleich immer zur Tür. Andere gucken sich das an, auf die wartet man dann immer. Es gibt immer einen, der stehen bleibt. Also beeilen muss man sich nicht. Man hat doch Zeit, keine Hetze. So, wir haben hier einen großen, schönen Saal und erstmal müssen wir die Leute wegputzen, die hier rumstehen. Die einfach hier rum. Aber ihr seht, hier sind so Kolosse, die haben so komische Äxte am Arm. Und die machen so einen roten Pfeil. Unter mir ist jetzt gerade einer und den müsst ihr jetzt zu den Türen lenken. Rumsbums. Sehr gut. Und dann sieht man nämlich, dass die Tür so angedengelt wird. Und das ist die Aufgabe bei dieser Variante vom Thron der Zwergengötter. Genau, das heißt, es gibt zwei Varianten bei diesem Spiel und beim ersten muss man so ein Schild hier kaputt kloppen und bei dieser muss man jetzt diese Tore kaputt kloppen. Und wir sehen es leider immer wieder, dass die Tore nicht kaputt gekloppt werden, sondern die Leute, die Tore kaputt kloppen sollen, kaputt gekloppt werden. Mein Gott, kloppen meistens die Gegner alle einfach tot, ohne dass damit einer zu einer Tür geschickt wird. Und damit dauert das elendig. Und ihr seht da oben verbleibende Gefangene. Das ist eine bestimmte Anzahl. Und je eher man die erreicht, desto eher hat man hier Goldstatus. Je länger das dauert, desto beschissener wird einfach das Ranking. Und deswegen muss man halt sehen, du kannst das auch quer über die ganze Map, die Tür, die rennen wirklich weit, diese Kolosse. Eine Tür ist auf. Sehr gut. Das läuft hier ganz prima hier. Aber das heißt, nicht alles töten, sondern die Leute, diese Kolosse. Diese hier, ich sag mal, der Typ, der hier rumläuft, der mit so einem Pickel auf dem Rücken und so einer Schwerthand, sag ich mal. Der ist genau der, den wir haben müssen. Der ist mal so einen roten Strahl. Und da hinten der Snox lenkt ihn jetzt in dieses Tor rein. Bam! Und jetzt sieht man, dass dieses Tor hat Schaden genommen. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Und wenn ihr sie umkloppt, haben wir es nicht. Das ist halt scheiße. Das so, heißt, ein Gegner wieder ist anders als die anderen. Den dürft ihr nicht umhauen. Genau den da. Also wenn wir jetzt noch, Du hast ihn. Das ist wunderbar. Das hat irgendeiner umgekloppt. Ich habe nämlich den Strahl nicht bekommen. Ja. Da fällt er um. Ja. Sie haben hier gerade, da ist der Tote, der hätte eigentlich jetzt durch mich durchlaufen sollen. Und das war ein Big Fail. Ja, das ist natürlich super. Nicht gut. Nicht gut. So, dann machen wir also unser Tageswerk. Die hauen sie auch um. Wir haben uns auch um. Ja, ihr Trottel, ey. Ach, Kinders. So wird das nix. Aber es ist auch gut, dass wir das mal zeigen, wie es nicht gemacht wird. Also wenn ihr... Ja, ich finde das ganz wichtig, also weil das, man denkt ja immer so, töten. Aber nein, als ich das erste Mal gemacht habe, dachte ich auch so, darf ich die umklappen? Ja, klar. Und hier, also zack, andengeln geht, aber nicht umhauen. Ja. Dieser hier, der Prophet hier, der glaube ich... Der ist das immer, der Idiot. Der haut die alle um. Ja, es hat schon jemand unten im Game-Chat geschrieben, dass er nicht jeden töten soll, aber es kümmert ihn nicht. Ja, sehr gut. Das kümmert ihn gar nicht. Wer liest denn schon Chat? Das ist ja für Loser. So, Junge. Einhauer. So, komm her. Hier geht's lang. Danke. Es hat geklappt. Noch, aber wir haben noch ein bisschen vor uns. Ja, leider. 21 Gefangene und der Balken da drunter sagt schon, dass wir im beschissenen Status, also weit weg von Gold sind. Weil eigentlich musst du jeden von denen nehmen, ohne ihn zu töten. Dann hast du eine gute Chance. Das ist Ratzifatzi, ne? Ja. Auf Goldstatus, also, ansonsten. Jetzt habt ihr das mal kurz gesehen, ne? Wenn die jetzt spawnen und man haut die einmal an, dann gehen die normalerweise auch sofort auf den, der auch gehauen hat, mit einem roten Strahl drauf. Ja. Also nicht immer, aber ich sehe das also auch immer, wenn einer kommt, dann schieße ich meistens einmal drauf, um ihn dann so ein bisschen, um ihn zu triggern. Ich hätte fast umgehauen, scheiße. Ja, nee, mein Flyer, scheiße, geh weg. So, jetzt habe ich ihn wieder. Gott sei Dank, ey. Der Prophet wollte gerade wieder seinen Ulti-Schlag einsetzen und da ist er gerade noch vorweggerannt. Ja, Superhelden, ey.
Ja, aber das ist den Leuten wird halt nichts erklärt und die lesen auch nicht, was die Aufgabe ist, sondern töten, 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 rennen, töten, 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 töten. Ja. Du hast es sehr bildlich gesagt. Ja, danke. Das Witzige ist halt, dann schaffen die irgendwann den Level, aber nicht dank denen, sondern dank den anderen. Also das ist halt der Verdienst anderer Leute. Ja, und sie schnallen es nicht und machen halt so weiter. Das ist halt das Schlimme dabei. Das ist total, das ist traurig eigentlich. Ja. So, es hat mal... Na, mach das. Ja. Machst du, ne? Ja. Ja. Sehr gut. Das ist das Tor auch offen. Das ist, gleich ist immer ein Gegner drin. Und, hier ist gerade einer gestorben, der hat gefangen. Sich rausgebeamt. Schade. Ich wollte ihn gerade wiederbeleben. So, alle Tore offen, oder? Jetzt kommt die Verstärkung. Das bedeutet, dass wir jetzt hier in diesen vier Ecken da von dem Raum das Gegner kommen. Das ist die zweite Phase und die kommen immer abwechselnd rechts, links, rechts, links, rechts, links. Also je nachdem, wo die letzte Gruppe gerade war, ihr könnt im Prinzip schon immer auf die andere Seite gehen und dann gibt es nur immer in den Ecken, die kommen spawnen nie in der Mitte. Nee. Man kann sich, wer schlau ist, wer in der Gruppe spielt und mal mit Teamplay das versucht, denn je nachdem, wie stark ihr seid, entweder als Gruppe hin und her rennen oder ihr stellt halt vier Mann, vier Ecken und einer, der sozusagen Springer ist, denn wenn ihr stark genug seid, das geht dann ganz easy. Ich stelle mich in eine Ecke. Also ich mache immer eine Ecke, lass die anderen, das ist mir ja egal, die anderen schaffen das, ja. Also ich mache dann immer hier die Jungs in meiner Ecke und die sind dann meistens auch tot, bevor die anderen kommen. Und da schaffen es natürlich die Töten-Töten-Töten-Leute gut mit... Die rennen immer von einer Ecke zur nächsten. Ja, aber da geht es ja wirklich auch nur ums Umhauen. Das kriegen sie noch hin, aber so ein bisschen die kleinste Strategie, wie locke sie durch das Tor oder so, oder zum Tor, das geht dann schon nicht mehr. Das wird dann nix, das wird dann nix. Tja. So, jetzt sind wir schon auf Grau, also sollte das nicht mehr. Ja, was braucht ihr da denn so lange oder was? Ich schieße da auch noch rein, also die machen da auch gar nichts, glaube ich. Ist das eigentlich die richtige Stelle hier? Schlechtes Wetter gemacht. Verdammte Fix. War die richtige Ecke? Tschüss. Genau. So. Jetzt läuft es ganz gesittet hier, aber... Ja, aber der Balken füllt sich ganz gut, also es könnte noch Gold werden. Weil wir haben noch 3 Minuten und wir sind fast vor Gold. Also Silber haben wir ja schon da und sind fast vor Gold. Ja. Also das sieht schon gut aus. Okay. Ich habe schon gedacht, das würde jetzt nicht mehr klappen. Aber wenn du schon so optimistisch bist, dann will ich dann auch mal mitmachen. Ja, jetzt muss ich nur noch der Goldbalken füllen. Also wir haben noch 2 Minuten 30 und er ist jetzt schon, was ist das, ein Viertel, Fünftel gefüllt. Kann gehen. Kann gehen. Na gut. Ich bin da optimistisch. Du bist optimistisch, hervorragend. Hauptsache eine Optimist in der Gruppe. Ich bin's nicht. So, die Ecke macht hinten keiner. Doch, Schicker, Pazticcia, keine Ahnung, wie der heißt. Gesundheit. Ja, guck mal hier. Fallen gleich meine Fallen rein und der Mindfly ist auch schon tot. Also klappt ganz toll hier. Ich bin ganz begeistert von meiner Falle. Ah, die macht auch eine Falle hin, okay. Nicht gut. Nicht so lange. Ja. Auf eurer Seite, jetzt auf meiner Seite, immer abwechselnd. Wo ist denn deine Seite? Wahrscheinlich die Seite, wo du nicht stehst. Ja. Ich mach meine Seite mittlerweile allein. Ihr seid alle auf der und deiner Seite da. Jetzt. Komm nur bei mir hier. Komm so, eine Minute noch, ja. Uns fehlt noch ein, zwei Grüppchen, dann haben wir Gold geschafft, ja. Das könnte sie schon sein. Ja, na, eine noch. Ja, noch, nee, noch 40 von Zitrone. Ja, eure Gruppe, da ist es jetzt, glaube ich. Ja. So. Und welch. So, jetzt ist es Gold und jetzt haben wir die Verstärkung besiegt. Und gleich zum Thron, wer kommt. Gleich zum Thron. Wo der Illidilic kommt. Illidilic.
Das hört sich ein bisschen polnisch an, oder? Ich finde, es klingt wie ein Sänger aus der Tschechoslowakei. Ili Tilic mit dem Song Ein Bett im Kornfeld oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ein Bett im Kornfeld? Ja, das hat jemand anderes gesungen. Ja, komische Songs. Ich glaube auch, ey. So, hab ihn. Jetzt. Man müsste eigentlich angezeigt bekommen, wer den letzten Schlag gemacht hat. Ja, also man kommt hier immer mal Autoloot, also hier gibt es keine normale Kiste, nur eine Bonuskiste. Ich habe kein Auto als Loot gekriegt hier. Ein Autoloot, ja, automatisches Loot, ja. Und da gibt es dann, wo man so einen speziellen Schlüssel aus der Kampagne haben muss oder kann, und der Snorks hat natürlich so einen Schlüssel und macht auch mal die Kiste wieder auf. Ja. Und dann kann man sich nochmal die Anzeigetafel im Wettbewerb hier anschauen, um ein bisschen Schwanzvergleich zu machen. Da hat der Tank, der Snorks, natürlich hier die meisten Punkte bekommen. Was? Ich bin Tank? Ich darf... Ihr habt alles falsch gemacht, wenn ich da oben stehe. Nein, du bist einfach auf Maximum. Du hast da nichts mehr zu suchen hier, Mensch. Du hast Hallo, ja, ich bin weit weg vom Maximum. Also maximal weit entfernt vom Maximum. 119 Tötungen hast du durchgehauen. Das ist ja eine Perversität hier quasi. Ja, weil ihr mich alleine auf der Seite gelassen habt, um ehrlich zu sein. Das ist ja... Ja, das war ja nicht meine Schuld hier. Gehalt habe ich aber auch am meisten. Meine Fresse. Und falsch verstanden, den Zweikampfkämpfer haben wir Platz 2 hier mit den, der hat komische Waffen, ja, der Prophet hier, der Idiot. Das war, der wollte nämlich auch nur auf Platz 2 sein. Das war nämlich die Nase, die ja hier immer alles kaputt gekloppt hat. Jo. Und so ja, und das war als Thron der Zwergengötter. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.